Was geht, Skylanders Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Freunde, heute habe ich euch Flipwack mitgebracht, denn auch genannt Flipper, haben wir schon als Spitzname in unserem Vorstellungsvideo gegeben. Und ja, Freunde, heute Morgen oder heute Mittag, besser gesagt, haben wir ja Flink Kong geskillt, und ich muss ja sagen, Flink Kong ist unglaublich. Ja, guckt euch das Skillvideo an, Freunde, guckt euch die Seelensteinfähigkeit an, das ist ohne Worte, Freunde, ohne Worte. Aber wie gesagt, Freunde, jetzt bin ich auf Flipwreck gespannt und gucken wir mal, ob sich vielleicht meine Theorie bewahrheitet, dass man vielleicht eine Rüstung draufgeben kann. Vielleicht auch eine neue, bessere, verstärkte Haut. Ich bin gespannt, Freunde, weil für Nahkampf ist er doch schon sehr anschlagsfähig. Und da geht er doch auch schnell kaputt, ne? Gucken wir mal, Freunde. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ab dafür, los geht's. Wellenreiten. So, Flipper Skylanders Wellenreiten ist sein Kampfspruch, kennt ihr ja mittlerweile alle. Und ich gehe auch sofort rüber nach Persephone, Freunde. Keine Zeit verlieren. Meine Werte wogen. So, gucken wir mal seine gewogenen Werte an. Rüstung liegt bei 30, Tempo bei 60, der kritische bei 30, Elementarkraft liegt hier bei 60. Wie gesagt, Freunde, Rüstung hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt, aber ja, mal gucken, ne, was wir dort skillen können, was wir dort verbessern können. Kräfte, Freunde, sind zum einen die Meeressäge, drücke 4, um das Sägeschwert zu schwingen und um das Rad neu erfinden, drücke Kreis, um auf deinen Radschild zu hüpfen und allen deinem Weg Schaden zuzufügen. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, weil ich habe jetzt schon ein paar Versprecher drin gehabt, Freunde. So, Flipper, Flipwack, volle Konzentration. Jetzt geht es los, Freunde. Wir haben hier erstmal den normalen 54er und 108er in der Kombo-Schaden, Freunde. Und da habe ich ja letzte Mal schon gesagt, dass das sehr, sehr schwer zu kontrollieren ist, Freunde, diese Attacke. Weil wenn der einmal sich in Bewegung gesetzt hat, ne, dann könnte es auch passieren, seht ihr das, Freunde, dass du volles Fund daneben schmetterst mit deinem Kombo-Angriff und somit hast du da nur zweimal getroffen. Wenn nicht sogar nur einmal, seht ihr das, was meinte ich zum Beispiel, ja, dat, ich mach das nicht extra, Freunde. Ich mach das echt nicht extra, ja. So, und dann haben wir hier noch das Rad neu erfinden, Freunde, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Zieht 30 Schadenspunkte ab, müsst ihr wissen, kann man jetzt nicht sehen, weil das keine Gegner sind, das sind Dummies, die werden nicht als Gegner gezählt. Wir haben es ja im Vorstellungsvideo getestet und dort, wie gesagt, Freunde, 30er Schaden, kann ich euch so sagen. Wir brauchen dafür aber auch nicht Kreis drücken, weil, Freunde, wenn wir zweimal X drücken, also zweimal springen, ja, auf der Playsee, dann kommt dieses Rad neu erfinden, diese Attacke dann auch zum Vorschein. Ich bin bereit, so. Radschildhauer. Drücke Dreieck, um Gegner mit einem Radschild zu schlagen. Das ist auch sofort Flippers dritte Attacke, die er erlernen kann. Und sieht folgendermaßen. Oh, schade, ich dachte, ich könnte das Schild jetzt so ein bisschen so als Schutz so mit nach vorne. Macht er vielleicht nur ein bisschen so. Okay, Freunde, 30er Schaden hier, ne? Also haut einfach mit seinem Ruder, mit seinem Ruderschild, haut er einfach auf den Gegner. 30er Schaden, Freunde, 45 ist hier der kritische Treffer, noch nichts allzu besonders. Oh, die sieht cool aus. Platzschaden, halte Viereck, um Gegner mit deinem Spritzloch zu beschießen. Okay, das sieht, die Attacke sieht richtig cool aus. Energiewoge. Boah, so wenig nur. 80er Schaden, immerhin. Okay, einmal 80er Schaden. Was passiert denn, wenn ich hier im Wasser bin? Ändert sich nichts, Freunde, ne? Da hätte ich mir vielleicht doch auch so eine Anzeige gewünscht, wie bei Gilgrunt oder bei Jetwag, ne? Oder bei Popfitz, wenn er zur Bestie wird. Schade, eigentlich muss ich sagen, 80er Schaden ist in Ordnung, sag ich nichts gegen, aber nur ganz kurz und süd, ne? Ein bisschen langsam, ne? Super Meeressäge. Meeressäge bewirkt erhöhten Schaden. Okay, jetzt gehen wir schon mal so langsam auf seine erste Attacke drauf. Und ihr seht es auch schon, Freunde, das Schwert oder die Meeressäge hat sich jetzt auch schon verbessert, Freunde. Ihr seht das schon geändert. Jetzt sind da mehr Zacken und so dran. Zieht jetzt auch 65 Schaden ab. Und 95 war gerade der kritische Treffer. 130 ist jetzt die Kombo-Wert. Ne, gerade waren es ja 54 gewesen, Freunde. Jetzt hat sich das Ganze um 11 Schadenspunkte erhöht. Dann haben wir einmal den Schildmodus. Halte Dreieck für den Schildmodus, um gegnerischen Angriffen gegenüber unverwundbar zu werden. Danke!
Danke, danke, vielen Dank. Endlich mal eine Attacke, wo wir uns schützen können. Vielen Dank, genau das wollte ich doch haben. Hat sich unser Ruder jetzt auch geändert? Nee. Ja, okay, Freunde, so ist es. Okay, wir können es aber nicht die ganze Zeit halten, ne? Nein, Freunde, wir können es nicht die ganze Zeit halten. Wie viele Sekunden sind das wohl? Wartet. 3, 2, 1. 3 Sekunden, Freunde. 3 Sekunden sind es nur. Aber ist in Ordnung, ja, Freunde. Kann ich auf jeden Fall mit leben. Womit ich aber jetzt wieder nicht leben kann, ist, dass wir uns da nicht so richtig im Kreis drehen können. Ihr habt es gesehen, Freunde. Na, aber wenigstens ein bisschen Schutz. Ja, auf jeden Fall wurden meine Gebete ein wenig erhört. So, Freunde, Fischkommandant, verbessere Fischangriffe. Fischangriffe? Schwertspezialist, verbessere Meeressägenangriffe. Okay, da sehen wir auf jeden Fall, wenn wir mit dem Schwert hauen, dann kriegen wir nochmal so einen Wasserangriff. Dann denke ich mal, das ist dann stärker. Und hier nochmal was mit der Fontäne. Fischangriffe, das wird dann mit dem Ruder sein, ne? Hier diese Attacke hier. Die hier, denke ich mal. Nee, da kommen Fische raus. Da unten. Das sehe ich ja jetzt erst. Ach so. Okay, Flipwreck skillen wir definitiv out das zweite Mal. Verbessere Fischangriffe. Wir gehen jetzt erstmal auf den Fischkommandant, Freunde. Weil das muss ich jetzt sehen mit den Fischen. Das muss ich sehen jetzt. Fische? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Drücke Dreieck, um Fischgeschosse abzufeuern, während du auf dem Radschild reitest. Moment. Okay, das geht. Okay, jetzt geht es noch nicht, Freunde. Mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, 96er Schaden, Baby, what? Geil, geil, mega geil, ja, doch, doch. Okay, coole Attacke, weil das ist das, was mich ja letzte Mal kaputt gemacht hat. Und cool, mega cool. Zielsuchfisch, drücke Dreieck, um ein Fischgeschoss abzufeuern, das auf Gegner zuhüpft. Da ist er. Guck mal, wie er da wackelt. Da. Wow, 33er Schaden. Geil. So ein... Da, guck mal. Guck mal, der geht da... Der... Richtig gut, ey. Der zappelt da sich zu seinen Gegnern. Mega cool. 33 Schaden, Freunde. Finde ich gut. Ehrlich, finde ich richtig gut. Dann haben wir endlose Fische. Halte beim Reiten des Radschilds Dreieck, um endlose Mengen an Fischgeschossen abzufeuern. Was? Achso. Ahaha, wie geil ist das denn bitte? Guck mal, wie der auf dem Rad steht. Wie geil ist das denn bitte? Das ist die Mega-Attacke. Boah, das ist so cool, ey. Boah, das ist mega cool. Meeresklatscher, drücke beim Reiten des Radschilds Viereck, um auf dem Boden aufzuschlagen. Okay, das ist die Seelensteinfähigkeit, Freunde. Ah. Ja, ein Kombo-Angriff, wa? Ja? 195er Schaden, Freunde, ist jetzt aber nicht so die übelste Attacke wie die. Da ist die als Seelensteinfähigkeit viel geiler, muss ich ehrlich sagen. Die ist so cool, ne?
Boah, die sieht so affengeil aus, ne? Ey, leck mich fett, ist das geil, ey. Ich finde das so gut, ey. Oh, ich feiere die Attacken übelst, ne? Ich sag es euch, ey. Mega cool, ehrlich. Mega, mega geil. Schauen wir mal, Freunde, inwiefern wir das jetzt hier im Brox Arena unter Beweis stellen können. Du hast also wie... So. Aufgepasst. Wellen reiten. Jawohl. Schon wieder Piraten. Wie viele Fische können wir eigentlich holen? 4, 5, 6, 7, 8. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Können wir rufen, ne, Freunde? Seht ihr, das können wir rufen, ne? Guck mal, wie viele da rumzappeln. Guck mal, wie viele da rumzappeln. Ich werd bekloppt. Nach der Zeit gehen die natürlich weg, aber voll geil. Ey, guck mal. Ist das cool. Jetzt. Jetzt. Die kommen da gar nicht hinterher, so langsam sind die Fische. Oh mein Gott, ich bin gleich schon wieder kaputt. Warum ist das denn so? Warum machen die sowas? Ordentliche Reichweite kommt auch noch dazu. Oh mein Gott. Endlich ab jetzt hier mit deinen Minen, Alter. Mach dich bereit. Okay, Verteidigung ist immer noch echt schlecht, ey. Muss ich echt mal sagen, ey. Aber trotzdem, die Attacke, die ist so mega, ne? Nicht, ja, die auch, Alter, mit den Fischen. Wir können hier 20.000 Fische holen, ey. Und die Zappel, guck mal. Das ist so cool. Lass dich gar nicht an den Ball. Warum mal? Ach, da oben sind die Brokkolis! Ey! Oh Mama! Bitte nicht! Geh doch endlich kaputt! Finde ich richtig cool, ehrlich. Auch ordentliche Reichweite, Freunde. Da können wir nichts gegen sagen. Guckt euch das an hier. Das ist geil. Das ist mega. Das ist mega. Gegner tragen Minen. Pass auf, wenn du sie... Das ist richtig gediegen, halt. Aber richtig auf Übelste. Und jetzt soll mir mal einer sagen, die Attacke ist nicht cool, ey. Boah, die ist mega geil, ey.
Habt ihr gesehen? Wir sind nicht getroffen worden, Freunde. Habt ihr das gesehen? Mit dem Schild. Sagt euch, Freunde, das ist Welt. Diese Attacke ist Welt. Mega, mega Welt, Alter. Richtig geliebt. Okay, okay, aufpassen jetzt, Marcel. Bitte, bitte, nein, ich bin da eingefangen. Ich komme nicht mehr raus. Korrekt. Geil. Ja. Zu Flipwreck finde ich persönlich sind ein paar Vorteile und auch ein paar Schwächen, muss ich sagen. Schwäche finde ich immer noch ganz klar ist, dass er einfach meines Erachtens zu schnell kaputt gehen kann bei Nahangriffen. Also da hätte ich mir vielleicht eine stärkere Haut gewünscht. Ja. Geil finde ich absolut diese Attacke hier, Freunde. Die ist mega geil. Die hätte ich mir auch mehr als Seelenstein-Fähigkeit gewünscht, weil ganz ehrlich, Freunde, was ist das? Ist für mich persönlich keine Seelenstein-Fähigkeit, aber das muss immer jeder für sich selbst entscheiden, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist, ja. So, Flipwreck finde ich wirklich ganz cool. Flinkong finde ich von den beiden jetzt persönlich besser, ist meine persönliche Meinung, ja. Liegt aber auch immer bei jedem anders. Ich hätte mir das, ist wäre so eine coole Wunschattacke jetzt von mir gewesen, weil habe ich jetzt gerade so drüber nachgedacht. Wenn der Fisch hier ist, Freunde, ne, dass er vielleicht hingeht und vielleicht einen Fisch mal im frisst und vielleicht ein paar Lebenspunkte kriegt, weil, wisst ihr, wie ich meine? Ja, so ein Fisch auf ein Zähnchen werfen, ein paar Lebenspunkte ergattern, wäre ganz cool. So finde ich diese Attacke aber auch cool, weil, Freunde, wir können hier unendlich Fische holen, ne. Guckt euch das an, das ist mega cool. Ja, oder vielleicht dann, wenn man das nicht fressen kann, dass vielleicht dieser kleine Fisch kann ja, ich weiß ja nicht, was das ist, kann ja auch ein Piranha sein, dass dieser Fisch dich vielleicht an dem verbeißt und dann vielleicht nochmal so ein paar Schadenspunkte macht. Bekommen wir jetzt leider nicht, weil der nächste Weg ist ja ein ganz anderer Weg, da geht es ja um den Säbel. Aber ansonsten, Freunde, muss ich echt sagen, die Attacke, die ist mega cool, ich finde die absolut mega geil. Ordentliche Reichweite, ja, 94er Schaden, trifft alles, was im Umkreis ist, ihr habt es gerade mehrmals gesehen, mega, mega cool, also beide Skylander würde ich euch empfehlen zu kaufen, also wenn ihr sie unbedingt haben möchtet noch, also würde ich beide sofort sagen, ja, ist absolut keine schlechte Entscheidung zu kaufen. Aber Freunde, wie gesagt, ne, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Flippy Flipwreck haltet. Und in dem Sinne, Freunde, war es von meiner Seite aus gewesen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschauen, Zuhören, alles andere auch. Ich wünsche euch was, Freunde, haut rein. Dankeschön und tschüss.